Servus beim Austria Grill Team. Heute Kaiserschmarrn. Mit Rosinen. Aber wart, was? Kaiserschmarrn? Ja, selbstverständlich, Kaiserschmarrn. Heißt das nicht voll schwierig zu machen? Nein, wie ihr gleich in dem Video sehen werdet, ist das eine perfekte Nachspeise und sehr einfach zu machen. Aber wir reden jetzt schon von der traditionellen österreichischen Nachspeise Kaiserschmarrn, oder? Ja, selbstverständlich. Und wie das geht, seht ihr gleich. Jetzt kommen wir zu den Zutaten, die ihr braucht für euren wunderbaren österreichischen Kaiserschmarrn. Wir beginnen mit etwas Mehl, dann brauchen wir auch ein paar Eier. Die genauen Zutaten werden wir euch in der Infobox beschreiben und auch auf der Webseite. Wir brauchen auch etwas Zucker, sehen wir dann später, wo wir den genau verwenden. Ein bisschen Butter für die Pfanne und auch Rosinen. Rosinen sind kein Muss, aber wir mögen sehr gerne Rosinen deswegen. Und weil es auch ein Original ist, nehmen wir es dazu. Der erste Schritt bei unserem Kaiserschmarrn ist das Trennen der Eier. Und wir beginnen jetzt einfach einmal. Nach der kleinen Action dürft ihr natürlich nicht vergessen, euch einen Grill anzuzünden. Wir verwenden heute unseren P500 Gasgrill. Kriegt ihr natürlich wie immer bei unserem guten Freund, dem Edgar von Griller4U. Wir verlinken euch dieses Gerät gerne und starten jetzt durch. Und die Einstellung, die ihr dann braucht, ist eben so, dass ihr eine direkte Zone habt, eine indirekte Zone und ca. 180 Grad. Wir beginnen mit unserer Vanilleschote, wie gesagt ein Special. Normalerweise verwendet man Vanillezucker, könnt ihr natürlich auch machen. Wir nehmen gern die echte Vanille, weil es einfach besser schmeckt. Schneidest das einfach in der Mitte auf und dann kannst du da das Innere wieder aufkloppen. Funktioniert nicht bei jeder beim ersten Mal. Und dann kann man da so eben dieses Vanillemark da rauskratzen. Und dieses Vanillemark geben wir als erstes zu unseren Eiern dazu. Das Eigelb, wo mittlerweile jetzt dann die Vanilleschote ist, schlagen wir mit Zucker und mit Honig, schön cremig. Das wird ganz eine feine Sache. Wir verwenden immer gerne ein bisschen Honig, vor allem vom Bee Tree, ganz eine spezielle Sache. Kann man immer ein bisschen Zucker damit ersetzen. Das ist eine super gesunde Alternative und das kommt dann rein und wird gut miteinander vermischt. Jetzt kommt als nächste Zutat noch die Milch dazu. Am besten immer schöne Bergbauernmilch verwenden. Ein Vorteil ist, wenn man einen Rührer hat. Genau, und der schützt. Separat schon schön einrührt dabei. Genau, da kriegt man dann vor allem im nächsten Schritt keine Probleme, weil im nächsten Schritt Mehl. Ganz wichtig, schmeißt das Mehl jetzt bloß nicht auf einmal rein, sondern gebt das langsam hinzu, immer unterrühren. Sonst klumpt. Ja, die klumpen wohl keiner. Das würde dann das Gesamterlebnis ein bisschen schmälern, das brauchen wir nicht. Ja, das funktioniert schon super. Und dann wird das kurz zur Seite gestellt, derweil wir dann einen Eischnee schlagen, weil das Mehl soll dann kurz quellen. Dann funktioniert das am allerbesten. Ideal ist, wenn es vorher aufgewärmt seid, weil sonst kann es sein, dass ihr ein leichtes Zirkel am nächsten Tag in der rechten Schulter habt. Ja, perfektes Basisworkout. Achso, von mir an. Ich habe mir gedacht, du machst alles. Ja, ich tue alles rein. Achso, du tust alles rein, okay. Für den Eischnee, wenn man sich vorher nicht ganz einig ist, wer was macht, braucht man eine Prise Salz, die zum Eiklauen dazu reinkommt, nicht zu viel. Eine Prise Zucker, die dazu reinkommt. Und weil ich Rechtshänder bin und morgen noch was vorhabe mit der rechten Hand, habe ich mir heute eine mechanische Hilfe dazu geholt. Aber du sagst jetzt sicher nicht, was du vorhast mit der rechten Hand, oder? Nein, ich spiele Golf mal. Ah, Golf, ja. Und zum Aufmixen vom Eiklauen. Nehmen wir einen Mixer zur Hilfe. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil den Eischnee steif zu schlagen, macht egal mit Worker Hand, einfach keinen Spaß. Den Eischnee haben wir jetzt fertig aufgeschlagen und dass der dann wirklich steif ist, kann man gut überprüfen, indem man die Schüssel übertrat und der Eischnee drinnen bleibt. Und den werden wir jetzt dann gleich in unsere
Ei, Mehl, Zuckermasse, die wir vorhin angerührt haben, leicht unterheben. Genau, das ist ganz wichtig. Also nehmt jetzt nicht den schönen Eischnee, den ihr da so intensiv aufgeschlagen habt, und rührt den fest unter, weil dann würdet ihr die ganze Luft wieder rausbringen. Sondern genauso wie es der Michi da macht, einfach vorsichtig unterrühren. Dann habt ihr auch später einen schönen fluffigen Kaiserschmarrn. Die Vorbereitungen für den Teig sind abgeschlossen und wir gehen jetzt zu unserem Grill. Wir sind jetzt einmal 180 Grad eingeregelt und darin befindet sich schon das Rindl, das wir da verwenden. Wir geben das jetzt in den direkten Bereich, wie ihr hier seht. Und jetzt kommt ein bisschen Butter rein, einfach damit wir die Unterseite ein bisschen fetten. Wir schütten jetzt dann unsere fertige Kaiserschmarrnform, wie ihr seht, schön fluffig, der Eischneeglas untergerührt, in die vorbereitete Form. Und die ganze Masse bleibt jetzt für 3 Minuten auf der direkten Hitze und wird dann anschließend auf den indirekten Bereich gestellt. Wenn die 3 Minuten vergangen sind, dann schiebt ihr jetzt einfach eure feuerfeste Pfanne darüber. Ganz wichtig, nehmt eine feuerfeste Pfanne und keine, wo euer Griff zum Beispiel aus Kunststoff wäre, sonst hättet ihr den Griff dann spätestens jetzt in der Hand. Und wer möchte, streut jetzt noch ein paar Rosinen oben drüber. Nicht in den Ärmel, wenn es geht. Wir haben gern Rosinen, deswegen nehmen wir viel Rosinen. Und das im indirekten Bereich bleibt es jetzt noch für ungefähr wie lange? 10 Minuten circa. Ihr seht es dann eh, wenn es rauskommt, wie das ausschauen soll, aber es sind in etwa 10 Minuten. Wir haben jetzt ein bisschen eine größere Menge gemacht, wie ihr seht. Also hat es bei uns jetzt nicht 10 Minuten gedauert, sondern ca. 15 Minuten. Wichtig ist, ihr greift einfach einmal unten rein und schaut auf die Unterseite. Wenn das jetzt so goldbraun ist wie hier, dann habt ihr schon mal gewonnen. Jetzt müsst ihr dasselbe natürlich auf der Oberseite schaffen. Das heißt, ihr viertelt jetzt euren Kaiserschmarrn. Dann wird das Ganze gewendet. Noch gleich dazu. Und so, schauen wir, dass wir das gescheit zusammenbringen. Hep. Ja, genau so muss das ausschauen. Jetzt wenden wir da alle 4 Teile. Geben das auch wieder kurz auf die direkte Zone, aber da ist wirklich jetzt nochmal ein kurzer Schritt zu machen, damit das auch so goldbraun wird. Und dann sehen wir uns später wieder beim Zerreißen. Jawohl, so muss das ausschauen. Also da hat es wirklich nur 2 Minuten gedauert, dass auch die Unterseite braun wird. Wir nehmen jetzt einfach 2 Gabeln und zerreißen den jetzt in so, sag ich mal, Kaiserschmarrn übliche Größen. Ja, also ihr wisst eh, man macht das nicht zu klein, wir haben Pulled Pork, das ist ja auch sicher bald auf unserem Kanal, sehen wir jetzt. Aber in so handelsübliche Stücke. Und dann wird bald die Action losgehen. Ja. Bei uns fängt es jetzt leider zum Regnen an, deswegen haben wir das Ganze unter Dach verlagern müssen, aber Flüssigkeit ist jetzt das richtige Stichwort, weil wir fügen dem ganzen Kaiserschmarrn jetzt noch einen Schluck Rum hinzu. Und zwar hat der Stefan da bereits eine kleine Fläche vorbereitet, wo kein Kaiserschmarrn in der Pfanne ist. Dort schütten wir den Rum jetzt rein. So. Und wird dann anschließend verrührt, sodass der ganze Kaiserschmarrn ein bisschen ein Aroma aufnimmt. Ja, und da sieht man schon die Flammen, wie sie übergehen. Ja, genau so muss das sein. Vielleicht seht ihr es jetzt am Video nicht, aber bei uns brennt es wirklich da wunderbar. Der ganze Rum wird da jetzt ausbrennen. Da haben wir schon eine Stichflamme gesehen, ganz kurz. Und gibt dem Ganzen noch wirklich einen ganz speziellen Geschmack. Und den werden wir bald testen. Genauso muss es sein. Voll flammig. Flammig, die Rosinen perfekt. Echt hab. Andere machen es nicht so wie wir, machen Rum-Rosinen rein. Ja. Wir haben den Rum halt danach ein bisschen reingegeben. Kann ich wirklich empfehlen. Richtig gute Nachspeise. Funktioniert am Grill auch richtig einfach. Top Rezept. Perfekt. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Kanal, schaut auf unsere Website.
und wir sehen uns beim nächsten Video.